So, Freundinnen und Freunde von Salz und Blut. Schön, dass ihr da seid zu diesem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Gamma Lunatic und im heutigen Video dreht sich alles um die aktuelle PTB mit der Versionsnummer 750 von Dead by Daylight. Diese ist am 9.01.2024 rausgekommen. Wir haben die zusammen ein bisschen getestet und in diesem Video fasse ich euch jetzt alle essentiellen Dinge aus der PTB zusammen. Es ist eine Mid-Chapter-PTB. Normalerweise gibt es beim Mid-Chapter keinen Killer und keinen Survivor. Aber dieses Mal gibt es dann ausnahmsweise doch einen Survivor. Das kommt mal hier, mal da vor. Wie ihr schon sehen könnt, es handelt sich um Alan Wake. Ist also ein Lizenz-Chapter. Dieser Charakter kommt ohne Map und auch ohne Killer. Es wird nur dann drei neue Perks geben. Die erkläre ich euch natürlich auch alle in diesem Video. Und dann schauen wir mal, wie gut oder wie schlecht diese Perks sind. Es ist ganz klar zu sehen, das sage ich wie immer, es ist eine PTB. Das heißt, es können noch Änderungen vorgenommen werden von den Entwicklern. Und das haben wir bei den letzten PTBs immer mal wieder gesehen. Gerade wenn es darum geht, dass Killer verändert werden oder auch gebufft werden, dann ist es öfter mal passiert, dass Änderungen gar nicht reinkamen oder eben doch nicht so stark reingekommen sind, wie sie in der PTB waren. Haltet das im Hinterkopf. Weiterhin habe ich das Ganze natürlich mit euch, meiner Community, getestet und selbst wenn man auf der PTB normale Games macht und keine Custom Matches, hat man kein MMR an. Dementsprechend sind die Runden nicht repräsentativ. Wenn man ins normale Match reingeht, hat man ganz andere Leute, da wird reingeschwitzt bis zum geht nicht mehr und dann stellen sich die Sachen auch meistens nochmal anders dar. Ich kann also nicht genau testen, wie es sich im eigentlichen Spiel spielt auf der PTB. Das geht nicht. Von daher kann ich euch eine Vorabmeinung geben. Von dem, wie ich meine, wie das dann wird. Es weicht meistens dann ein bisschen ab. Wie gesagt, vielleicht ändern sie noch was und ja, vielleicht entdeckt man auch noch Sachen, die man jetzt nicht sieht, weil man nicht gegen die Hardcore-Schwitzer spielt. Die PTB ist jetzt rausgekommen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr sie noch testen. Geht ihr einfach auf Steam. Macht ihr Rechtsklick auf Eigenschaften und dann auf Beta-Tab und dann könnt ihr das da auswählen, also auf Dead by Daylight. Es kann aber nur auf der Steam-Variante von Dead by Daylight getestet werden. Auf der Konsole und auf dem Epic Store gibt es das Ganze nicht, das ist zu beachten. Ihr habt jetzt eine Woche Zeit, also bis nächste Woche Dienstag müsste das Ganze noch zur Verfügung stehen. Schaut es euch an. Die Frage ist, ob es sich so lohnt. Meistens nicht, wenn man alleine ist. Man kann halt in den Kill Your Friends Modus gehen und Killer mit Bots spielen oder so. Das kann man machen. Aber ja, ansonsten braucht man eigentlich ein paar Freunde, mit denen man das austestet. Das Ganze geht dann live am 30.01. Das ist ein Dienstag in drei Wochen. Das ist immer so, wenn es nicht geändert wird, was mal vorkommt. Aber wenn sie bei ihrem Standard bleiben, dann ist das der Termin, an dem ihr dann damit rechnen könnt, dass das Ganze live geht. Ja. Das Video ist in Kapitel unterteilt. Ihr könnt auf das Kapitel klicken, was euch am meisten interessiert. Oder ihr könnt auch Kapitel ganz einfach nochmal wiederholen. Oder ihr benutzt das Ganze als Timestamp. Ansonsten läuft gleich Hintergrundvideomaterial. Also wenn ich die Perks jetzt zum Beispiel von Alan Wake vorstelle, dann zeige ich euch natürlich die. Und wenn ich dann über die Killer oder die anderen Sachen rede, die verändert worden sind, nehme ich PTB oder Live-Gameplay vom normalen Live-Bild von Dead by Daylight. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ich freue mich immer sehr, wenn neue Leute ein Abo da lassen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, tut das gerne. Hier auf diesem Kanal gibt es immer solche Videos. Wenn jetzt irgendwie was Neues rauskommt für Dead by Daylight, dann bespreche ich das hier und gebe auch meine fundierte Meinung ab. Ich habe 15.000 Stunden in dem Spiel, kann mir also doch ein sehr gutes Urteil über viele Sachen erlauben und fällen. Ich bin sehr erfahren mit diesem Game, bin seit Tag 1 an mit dabei. Ansonsten habe ich jetzt auch YouTube Shorts, die könnt ihr euch gerne angucken, da sind schon einige. Ja gut, der quatscht halt auch immer dazwischen, ganz schön. Also, wenn ihr möchtet, schaut euch gerne die an, das sind dann auch in der Regel DVD-Clips, die ziemlich gut geworden sind. Lasst mir eine Bewertung da, lasst mir einen Kommentar da, das hilft mir auf jeden Fall sehr weiter. Und ansonsten kommt doch auch gerne auf Twitch, Link in der Infobox, twitch.tv/gammalunatic. Gibt es jeden Tag Streams ab 21 Uhr, außer Montag. Denn Montag ist Schontag. Alles klar, dann springen wir jetzt direkt in das Video rein. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns im ersten Kapitel. Gut, dann kommen wir jetzt zu den drei einzigartigen Perks von Alan Wake. Das erste nennt sich Champion of Light. While you are holding a flashlight, this perk activates. When you're shining a flashlight, you have 50% haste.
When you successfully blind the killer, they also gain 20% hindered for 6 seconds. This effect cannot stack. Then this perk goes on cooldown for 60 seconds. Dieses Perk aktiviert sich, wenn du eine Lampe in den Pfoten hältst. Wenn du die Lampe benutzt, dann kannst du dich 50% schneller bewegen. Das ist irgendwie sehr komisch. Wenn du die Lampe aktivierst, dann bist du ja sehr langsam und ja, mit dem Perk bist du ein bisschen schneller. Bringt eigentlich gar nichts, würde ich sagen. Das ist echt useless. Wenn man es schafft, einen Killer erfolgreich mit der Lampe zu blenden, dann wird dieser für 20% hindered, das bedeutet, er läuft dann 20% langsamer für 6 Sekunden. Dieser Effekt stackt sich aber nicht. Also wenn du da mit mehreren Leuten zum Beispiel mit diesem Perk rumjuckelst und ihr blendet da gleichzeitig, dann bekommt der Killer nicht irgendwie 40% hindered für 12 Sekunden oder sowas. Und außerdem, wenn das dann erfolgreich war, geht der Perk auf Cooldown für 60 Sekunden. Ich hatte am Anfang gedacht, dass das ein sehr nerviger Perk werden könnte. Das Ding ist aber, wir haben es getestet, wenn der Killer Lightborn mit hat, das ist der Taschenlampen-Protection oder Blendungs-Protection-Perk von Hillbilly, dann funktioniert das nicht. Und ich persönlich spiele immer Lightborn, weil man so viele Taschenlampen immer am Start hat oder Flashbangs oder Blast Mines oder was auch immer, was dich blenden kann, Firecracker, such es dir aus. Du weißt das am Anfang gar nicht, immer unbedingt, ob da jemand sowas mitbringt. Und momentan ist es so heftig in dem Game, dass du es dir nicht erlauben kannst, durch eine Blendung einen Hook zu verlieren. Oder dass du irgendwie versuchen kannst, die Leute immer wegzuscheuchen, damit du auf jeden Fall safe aufheben kannst. Weil wenn du das dann machst, dann krabbelt die Person im Zweifelsfall in eine Palette oder sonst irgendeinen Käse. Das willst du nicht. Also nimmst du Lightborn mit. Und ja, wie gesagt, das schützt dich vor diesem Perk, also von daher ist es mir persönlich egal, sollen die Leute das spielen, wenn sie wollen. Ich glaube allerdings nicht, dass das viel gespielt wird, weil selbst wenn es denn Lightborn überschreiben würde, es hat 60 Sekunden Cooldown und es ist halt, ja, ein Meme-Perk. Der Cooldown ist zu lang und für das, was es macht, ist es nicht sonderlich stark, muss man ganz klar so sagen. Da gibt es viel bessere Perks und die Hardcore-Sweats werden auch diese viel besseren Perks weiter mitnehmen. Die brauche ich auch gar nicht aufzählen, die meisten von euch kennen die sowieso. Also von daher, ja, Trash, wird keiner spielen. Perk Nummer 2 von Alan Wake nennt sich Boon Illumination. Wir hatten schon lange keinen Boon mehr, hier ist endlich mal wieder eins. Ganz am Anfang steht, wie man es aktiviert. Man geht zu einem Dull-Totem, also einem Blanko-Totem, oder zu einem Hex-Totem hin und dann drückt man den Active Ability-Button, das ist normalerweise E, wenn ihr es nicht umgelegt habt, und dann wird das Totem gesegnet. Wenn das fertig gesegnet ist, dann hat es einen Radius von 24 Metern. In diesem Radius hat man so ein blaues Schimmern und dann weiß man, okay, jetzt ist man im aktiven Bereich von diesem Boon drin und dann macht das Boon das, was das Boon nun mal macht. Was macht denn dieses Boon? Survivors inside your Boon Totem's range see the aura of all chests and all generators in blue. If you have a lit Boon Totem, you cleanse or bless totems 10% faster. You can only bless one totem at a time, yada yada. Also, jeder Survivor, der sich innerhalb von deinem Totem befindet, von deinem Boon Totem befindet, sieht Kisten und Generatoren als blaue Aura. Schön. Und wenn ein anderes Boon-Totem aktiv ist, oder beziehungsweise wenn dein Boon-Totem aktiv ist, dann kannst du Totems schneller, 10% schneller zerstören oder auch segnen. Ja, ganz großartig. Super tolles Perk. Nicht. Das wird keiner spielen. Das wirst du sehen, wenn du jetzt irgendwie das Adept dann dafür hast, aber ansonsten vielleicht für irgendwelche Meme-Builds, aber ja, ansonsten ist das wirklich Müll. Es ist nichts, was man nicht schon mal irgendwie in einer oder anderer Form gesehen hat. Man hat x Möglichkeiten, sich die Auren von Totems oder Gens anzeigen zu lassen. Eine Map zum Beispiel oder Plünderer zum Beispiel. Ja, und Totems schneller kaputt machen kann man auch schon mit allen möglichen anderen Sachen und Perks. Ist halt einfach irgendwie wieder dieser Punkt, wo man merkt, die wissen nicht mehr, was sie noch machen sollen. Das letzte Perk von Alan Wake nennt sich Deadline. This perk activates when you're injured. Skill checks appear 10% more frequently when you're repairing or healing and appear in random places. The penalty for missing skill checks is reduced by 50%. Dieses Perk aktiviert sich, wenn man verletzt ist.
und dann bekommst du 10% häufiger Reparier- und Heilungs-Skill-Checks. Diese werden aber random auf deinem Bildschirm verteilt. Ich denke mal, das wird so ähnlich sein wie beim Doktor. Ich habe es jetzt nicht getestet. Wenn es jemand von euch getestet hat und weiß, dann kann er es ja gerne mal in die Comments reinschreiben. Wenn du einen Skillcheck verkackst, dann ist die Strafe dafür 50% reduziert. Also wenn du am Gen arbeitest, kriegst du ja, wenn du einen Skillcheck verkackst, eine Strafe von, ich glaube, 5%. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das verändert haben. Ich meine, es waren auf jeden Fall mal 5% gewesen. Das wird dann halbiert, das sind dann nur noch 2,5%. Also die der Gen dann zurückgeht, weil du den Skillcheck verkackt hast. Ja. Was soll ich zu diesem Perk sagen? Das ist halt auch wieder so ein Meme-Ding. Da kann man mit Sicherheit irgendwie was draus basteln. Irgendjemand schrieb bei mir in den Chat, Autodidakt könnte man dazu nehmen oder Hyperfokus. Ja, aber wird halt keiner machen. Das ist halt wirklich wieder so ein Käse-Perk. Ich sag's ja schon, die wissen nicht mehr, was die sich da irgendwie für das Spiel einfallen lassen sollen. Das ist wieder irgendwie so ein random Ding mit, ja, x Sachen, die man schon mal in irgendeiner Form irgendwo anders irgendwie gesehen hat. Oder, ja, so ein Meme-Ding, was man halt irgendwie mit irgendwas kombinieren kann. Ich sag's auch nochmal, ich wiederhole mich, es gibt so viele, so bessere Perks in diesem Game. Und wenn es darum geht, dass man irgendwo im hohen MMR ist, wo alle nur effizient spielen, dann sieht man auch nur diese Palette von Perks und nicht Sonnenkäse. Das wird keiner von den Leuten, gegen die ich spiele, spielen, außer er macht seine Adept. So ist es und nicht anders. Ein weiteres Feature, was jetzt mit der PTB Einzug in Dead by Daylight hält, ist der Field of View Slider. Gut, Slider würde ich es jetzt vielleicht doch nicht nennen, aber sagen wir die Möglichkeit, Field of View einzustellen für Killer aus der Ego-Perspektive. Für Survivor geht's nicht. Das haben sie damit begründet, dass die Survivor sowieso schon eine frei drehbare Kamera haben und durch ein größeres Blickfeld würde der Vorteil dann noch weiter erhöht werden und das wollen sie nicht. Hat man ja auch schon bei diesem Stretched Resolution gesehen. Das haben sie ja auch rausgepatcht. Also wäre es ja jetzt schön blöd, wenn sie das wieder mit einer Option einbasteln würden. Ich meine, gut, wir reden hier von den DBD-Devs, da weiß man nie so genau. Aber ja, das war die Begründung, die sie in den Dev-Blog reingeschrieben haben. Und das ergibt ja auch Sinn. Wie könnt ihr das Ganze einstellen? Ihr klickt hier unten auf Options und dann hier auf diesen Beta-Tab. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit, das Sichtfeld einzustellen. Es ist halt kein Slider, sondern du kannst jetzt nur hier links und rechts klicken. Das erinnert mich sehr stark auch an diese ganz tolle Suchfunktion, die sie eingebaut haben. Warum man das nicht mal vernünftig macht, mit der Möglichkeit, dass man das einfach ziehen kann oder direkt klicken kann oder zumindest hier irgendwie manuell die Zahl eintragen kann, die man gerne haben möchte, verstehe ich zwar nicht. Aber ja, das wird wohl für immer ein Geheimnis bleiben. Das nehmen diese tollen Entwickler wahrscheinlich mit ins Grab. Wir werden es nie erfahren. Es fängt bei 87 Grad an und es geht hoch bis... Kann sich nur noch um Stunden handeln. 103. 87 ist der Standard, den man jetzt auch schon hat. Also wenn man jetzt ganz normal auf dem Live-Bild von DBD spielt, dann ist das der Blickwinkel, den du als Killer hast. Und 103 ist das, was du jetzt aktuell mit Shadowborn bekommst. Shadowborn wird dementsprechend natürlich überarbeitet werden. Monitor und Abuse auch, da komme ich später noch zu. Ja, also wenn du das hier aufs Maximum hochstellst, hast du so gesehen auf allen Ego-Perspektiven-Killern Shadowborn. Haben sie uns das also quasi Basekit gegeben. Ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Auf der NOS lohnt sich das auf Blight und ja, eigentlich auch auf allen anderen Killern. Ich sehe jetzt keinen Grund, das nicht aufs Maximum hochzustellen. Ja, zu beachten ist, dass man das nur hier kann, im Menü. Wenn man jetzt ins Game reingeht, kann man das nicht ändern. Also wenn du das größer haben willst, Field of View, dann mach es hier und dann geh danach ins Game rein und dann kannst du damit dann Spaß haben. Ja, ist okay, dass sie es gemacht haben. Hat ja nur 7,5 Jahre gedauert, hätte man ja nicht schon viel früher machen können. Aber hey, besser als nichts. Endlich haben wir diesen Käse und ja, dann kann man damit glücklich sein und hat damit zumindest mal ein Perk, was man dann, wenn man das denn gespielt hat, regelmäßig zu Hause lassen kann. So, es wurden ein paar Perks in dieser PTB überarbeitet. Es sind nicht ganz so viele wie in manch anderer PTB. Das liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass sie sehr viele andere Sachen gemacht haben. Aber die Perks, die verändert worden sind, die möchte ich euch hier gerne natürlich vorstellen. Ich hatte es ja schon angesprochen, Shadowborn und Monitoring Debuts zählen mit dazu.
Aber wir fangen jetzt mal bei dem ersten aus dem Dev-Block an. Und das war Save the Best for Last. Hier diese ganz tolle Suchfunktion. Es ist einfach nur Premium. Es ist einfach nur genial. So, zum Glück haben sie hier schon die Beschreibung auch angepasst. Das ist nicht immer der Fall. Ursprünglich war es so, dass man Stacks aufbauen konnte, indem man jemanden geschlagen hat, also einen Survivor, der nicht Obsession ist. Und zwar mit einer Basic Attack. Und dann hat man dafür einen Stack bekommen mit 5% reduziertem Cooldown auf einer erfolgreichen Attacke. Ja, und da konnte man maximal 8 Tokens aufbauen. Das bedeutet, man hat maximal 40% reduzierten Cooldown auf erfolgreiche Attacken bekommen. Wenn man allerdings die Obsession geschlagen hat, hat man 2 Tokens verloren. Außer natürlich, man hat nicht eine Special, man hat nicht eine Basic Attack genommen. Wenn man mit einer Special Attack auf die Obsession draufgekloppt hat, dann hat man keine Stacks verloren. Was ändern sie jetzt? Sie nehmen 1% weg von dem reduzierten Cooldown. Die Tokens bleiben aber bei 8. Das ist schon echt ein herber Einschnitt. Das argumentieren sie damit, dass sie irgendwann mal hingegangen sind. Das war im Sommer, Spätsommer, Anfang Herbst 2022. Und dem Killer auf die erfolgreiche Attacke von Haus aus eine etwas schnellere Cooldown-Animation gegeben haben. Deswegen ändern sie das jetzt und nehmen da auf jeden Fall 1% weg. Und dann haben sie es auch noch so gemacht, dass es jetzt egal ist, ob man mit einer Basic Attack oder einer Special Attack auf die Obsession draufhaut. Man verliert immer 2 Stacks. Also wenn du zum Beispiel ganz gerne das Ganze mit Demogorgon gespielt hast und gesagt hast, okay, wenn ich die Obsession vor meiner Nase hatte, habe ich einfach eine Shred Attack gemacht, dann habe ich ja keine Tokens, die ich verliere. Die verlierst du jetzt. Ja. Und das haben sie dann damit begründet, dass sie gesagt haben, sie ja streamlinen es. Also ja, es gibt ja Killer, die haben so gesehen keine Special Attack und die können dann keine Stacks sparen. Und damit das dann quasi alles gleich ist, damit da kein Killer einen Vorteil hat, gleichen sie das dann dementsprechend an. Ja, aber zum Aufbauen, hatte ich ja schon gesagt, brauchst du natürlich Basic Attack. Und da zählt die Special Attack natürlich nicht mit rein. Das wäre ja dann auch irgendwie, weiß ich nicht, OP oder so. Dass man das dann da nicht angleicht, verstehe ich dann zwar auch nicht. Vor allem, wenn man das vorher so argumentiert, dass man auf gleiche Art und Weise die Tokens verlieren soll. Ja, das weiß auch wieder nur der heilige St. Nikolaus, der arbeitet nämlich auch bei BHVR. Und wie ich schon auch bei dem Field of View Slider gesagt habe, nimmt er das Geheimnis auch dann mit ins Grab irgendwann. Also das werden wir nicht erfahren. Ja. Was sage ich jetzt zu dieser Veränderung? Ich bin der Meinung, die wäre nicht nötig gewesen. Vor allen Dingen, wenn man so spät um die Ecke kommt und dann sagt jetzt, okay, wir haben das mit dem Cooldown auf die Attacke verändert, also vom Basekit her. Deswegen verändern wir das jetzt. Da kommst du dann irgendwie 1,5 Jahre später. Das ist irgendwie sehr unglaubwürdig. Also, selbst wenn sie sagen, wir mussten uns das erstmal ein bisschen angucken, wie sich das auswirkt. Gut, so 1-2 Monate, okay, aber doch nicht irgendwie 1,5 Jahre. Na, aber das ist auch wieder BHVR-Move. Ja, keine Ahnung, wie sie darauf gekommen sind, dass sie diesen Perk nerven müssen. In meinen Augen war der vorher schon nicht, wer weiß, wie stark. Ja, aber jetzt ist er halt wirklich noch sinnloser. Also man kann ihn mit Sicherheit nochmal mitnehmen, aber er ist nicht mehr das, was er mal war. Ich werde den Perk wahrscheinlich nicht mehr spielen. Und viele Leute werden sich da wahrscheinlich anschließen. Meine Theorie, warum sie den geändert haben, ist folgende. Sie haben ja die Grab-Animation am Haken oder das Grabben am Haken weggenommen. Sie haben ja die Selbst-Unhook-Mechanik eingefügt. Und BTB-Skit haben wir ja auch schon ein bisschen länger. Also man sieht ganz klar, die wollen nicht, dass man am Haken steht und dann die Person abcampt. Und die wollen auch nicht, dass man die Person fokussiert und tunnelt. So, wenn du jetzt aber 8 Stacks of Save the Best for Last hast und du stehst am Haken und da kommen dann die Dudelköpfe alle angerannt und versuchen da abzuhucken, dann hast du eine hohe Chance, dass du das verhindern kannst. Weil die 8 Stacks den Cooldown schon in der aktuellen Variante mit 5% reduzierten Cooldown pro Stack schon beachtlich sind. Ja. Und ich denke mal, das wird der Gedanke gewesen sein, warum sie es genervt haben. Weil viele Leute haben das dann halt als Verzweiflungstat mitgenommen, sage ich mal.
um wenigstens irgendwie ein bisschen den Haken verteidigen zu können. Gerade am Ende vom Game, wenn man mit einer Person am offenen Ausgangstor ist, kann man nicht mehr viel machen, wenn zwei Leute zum Retten kommen. Wenn die nicht komplett kernbehindert sind und komplett ihre Lämpchen oben rausgeballert bekommen haben, dann kriegen die den Safe-Unhook. No matter what, da machst du gar nichts. Der eine geht hin und macht dann den Unhook oder faked den halt an. Was musst du machen? Du musst ihn schlagen, um es zu unterbrechen. In dem Moment, wo du den Cooldown hast, kommt dann der andere aus dem Loch gesprungen und zieht dann seinen Mate runter vom Haken. Ja, und der hat dann auch noch wieder BT Base Kit, was er im Late Game auch bekommt. Ich finde, das sollte so nicht sein, aber es ist nun mal so. Und dementsprechend kann der dann sogar nochmal einen Hit tanken. Und meistens ist es so, in solchen Situationen, dass die so nah am Tor sind, du kannst es auch nicht aussitzen. Du kannst nicht warten, bis es abgelaufen ist. Und selbst wenn du das versuchst, dann ist ja noch der mit der vollen HP da. Und der kann dann nochmal einen Hit tanken. Oder die kommen halt mit BT. Dann verdoppelt sich ja sogar die Zeit von dem BT Base Kit. Also es ist Irrsinn. Und um das eben zu umgehen, konnte man mit 8 Stacks von Save the Best for Last da ein bisschen gegenwirken. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie das einfach nicht wollen und dementsprechend haben sie das dann jetzt geändert. Wobei das ja auch, wie schon angesprochen, hochsituativ war, ne? Also du musstest dir die Stacks ja auch aufbauen und das hat halt auch nicht immer so geklappt, wie du es wolltest. Dämliche Änderungen von Leuten, die ihr Spiel nicht verstehen. Das ist mal wieder so ein Kapitel aus diesem Buch. Kommen wir zum nächsten Perk. Das nächste Perk, was sie überarbeitet haben, nennt sich Grim Embrace. Wie hat das funktioniert? Du musstest, um es zu aktivieren, jeden Survivor einmal hooken. Beim vierten Survivor, den du Fresh Hook hattest, sind alle Gens, die noch übrig waren, für 40 Sekunden geblockt worden. Und die Aura der Obsession wurde dir für 5 Sekunden angezeigt, insofern kein Aura-Block-Perk von der Obsession vorhanden war. Sie haben das Perk jetzt etwas überarbeitet, damit man mehr Wert rausziehen kann. Und zwar kannst du einen Survivor hooken und dann vom Haken weggehen, mindestens 16 Meter. Wenn du das machst, dann werden alle Gens für 12 Sekunden geblockt. Wie gesagt, nur beim Fresh Hook. Wenn du dann den vierten Survivor zum ersten Mal am Haken hast und mindestens 16 Meter vom Haken weggehst, dann werden alle Gens für 40 Sekunden geblockt, plus on top of it wird dir die Obsession für 6 Sekunden mit der Aura angezeigt. Auch hier wieder, insofern kein Aura-Block-Perk von der Obsession aus vorhanden ist. Das Perk habe ich ausprobiert in der PTB. Es machte so erstmal einen ganz soliden Eindruck auf mich. Ich denke, vor allen Dingen auf sehr mobilen Killern könnte das durchaus eine Wahl sein, die man machen kann. Nurse, Blight, Spirit, vielleicht der neue Hillbilly, da könnte man das durchaus mal ausprobieren oder spielen. Gerade mit der Nurse kriegt man eben sehr schnell seine Takedowns und gerade mit der Nurse kann man dafür sorgen, dass man auch alle gehookt bekommt. Das würde ich sagen, klappt wahrscheinlich sehr häufig, insbesondere wenn man auf einer kompakten Map ist. Und ja, mit der Nurse ist es nicht so schlimm, wenn man auch mal vom Haken weggeht. Da ist man in der Regel nicht wirklich dazu verdammt zu campen. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass die eine Rambo-Rettung machen, damit sich es nicht aktiviert. Aber das wiederum ist bei einer Nurse dann natürlich auch sehr gefährlich. Weil wenn du jemanden runterziehen willst, wenn der Killer gehookt hat und gerade auf dem Weg ist zu verschwinden, um eben diesen Perk zu aktivieren, dann musst du schon sehr schnell sein. Gerade bei einer Nurse. Ich denke mal, das wird man wahrscheinlich eher nicht schaffen, weil alleine mit einem Blink bist du ja so schnell deine 16 Meter weg, das ist ja Irrsinn. Ja, da muss ja, wenn dann schon einer direkt daneben stehen und in dem Moment, wo du gerade anfängst zu porten, ja den Unhook machen. Und das, wie gesagt, ist ja dann auch wieder sehr gefährlich, weil wenn du das als nur das mitkriegst, dann gehst du natürlich direkt wieder in die Chase rein oder tunnelst den, der vom Haken runterkommt, raus. Ja. Also ist durchaus eine Option, die man sich mal überlegen kann. Und gerade im Anbetracht der Tatsache, dass wir jetzt hier diesen neuen, du kannst den Gen nur noch 8-mal Kicken-Kram bekommst oder 8-mal Regressen-Kram bekommst, könnte das durchaus eine Überlegung wert sein.
Ganz kurz nur zu Hex Ruin. Da ist es ja so gewesen, dass das Totem ausgegangen ist, wenn man jemanden getötet hat. Das haben sie rausgenommen. Also wenn du Ruin mitnimmst, dann ist es so lange aktiv, bis eben jemand das Totem cleanst oder boont. Ja, keine Ahnung, kann man jetzt toll finden oder nicht. Ich denke, ich werde Ruin wahrscheinlich trotzdem nicht spielen, weil alle anderen Faktoren sind viel zu krass runtergenervt und on top ist es einfach nur eine Glückskomponente. Du kannst halt einfach Glück haben und dann hält das Totem. Oder Pech und es spawnt jemand direkt daneben und dann ist das Insta weg. Gerade wenn du so langsame Zu-Fuß-Killer ohne Teleportfähigkeit hast, kann das durchaus sein, dass das Totem direkt Insta zum Anfang über die Klinge springt. Und das ist nichts, was ich gebrauchen kann. Die letzten beiden Perks, die sie in dieser PTB für die Killer überarbeitet haben, sind auf der einen Seite Shadowborn und auf der anderen Seite Monitor and Abuse. Das hatte ich ja schon gesagt, die haben sie überarbeitet, weil man da eben diese Sichtfeldkomponente rausnehmen wollte. Das Sichtfeld stellt man jetzt über die Optionen ein. Und dazu nutzt man keine Perks mehr. Bei Monitor and Abuse haben sie dementsprechend den Aspekt einfach rausgenommen. Es ist so gewesen, dass man außerhalb von einer Chess ein größeres Sichtfeld hatte und in der Chess ist dann das Sichtfeld wieder so normal zusammengeschrumpft. Das ist jetzt nicht mehr. Ansonsten funktioniert es genauso gleich wie vorher. Shadowborn hingegen haben sie komplett überarbeitet. Und zwar, wenn man geblendet wird, egal wie, hat man für 10 Sekunden 10% schneller laufen. Also du kannst, wenn du blind bist, schnell 10% schneller in die Wand reinrennen. Schön. Super toll. Wird kein Mensch benutzen. Ich habe nicht ausprobiert, ob das mit Lightborn zusammen funktioniert, gehe aber mal nicht davon aus, weil hier steht, du musst geblendet werden. Und Lightborn verhindert es, dass du geblendet wirst. Also wirst du das nicht kombinieren können. Ja. Auf der Survivor-Seite haben sie in dieser Mid-Chapter-PTB nur einen einzigen Perk verändert. Und zwar Quick Gambit. Was macht dieser Perk? Wenn du gechased wirst und in deiner Nähe befinden sich andere Survivor am Generator, dann reparieren die schneller. Die Reichweite von diesem Perk waren 24 Meter. Das haben sie jetzt verändert auf 36 Meter, also eine höhere Range. Und die Reparaturgeschwindigkeit war höher, die war bei 8% und die haben sie runterreguliert auf 5%. Ist trotzdem immer noch ein sehr hochsituativer Perk. Und ich glaube nicht, dass wir den öfter sehen werden. Also auch mit diesen Veränderungen macht das den Perk nicht viable. Wenn man schneller am Gen arbeiten möchte, dann nimmt man Proof mit. Dann nimmt man vielleicht sowas wie Déjà-vu mit. Eventuell Overzealous oder halt eine Toolbox. Und dann hat sich das erledigt. Das ist einfach, ja, wie gesagt, viel zu situativ. In diesem Mid-Chapter-Patch haben sie drei Killer überarbeitet. Zum einen Sadako, Hillbilly und aber auch Blight. Beim Blight haben sie nur die Add-ons überarbeitet. Bei Sadako und Hillbilly haben sie auch die Add-ons überarbeitet. Aber sie haben zusätzlich auch noch das Base-Kit, also die Fähigkeit von den Killern überarbeitet. Ich möchte jetzt hier einmal alles so ein bisschen erklären, damit ihr wisst, wie das Ganze funktioniert und was passiert ist. Und wir gehen dann aber auch später auf jeden Fall noch ins Gameplay rein, wo ihr das Ganze dann in Aktion sehen könnt. Fangen wir an mit Sadako. Sadako ist schon ein paar Mal überarbeitet worden. Ich gehe nicht darauf ein, wie sie gewesen ist, jedenfalls nicht im Detail, sondern nur mal so am Rande. Ich gehe jetzt hauptsächlich darauf ein, wie sie jetzt funktionieren wird. Sadako, wenn sie teleportiert, sorgt dafür, dass Survivor, die sich im Radius von einem eingeschalteten Fernseher befinden, einen Stack Condemned bekommen. Und außerdem kann man teleportieren, wie man möchte. Man hat keinen Cooldown mehr. Das Einzige, was man beachten muss, sind die Fernseher. Die können natürlich einen Cooldown haben. Entweder wenn man da gerade hin teleportiert ist oder wenn ein Survivor sich ein Tape rausgezogen hat. Dann sind die auf Cooldown und dann kann man da nicht hin teleportieren. Des Weiteren ist Condemned so angepasst worden, dass Survivor, wenn sie gehookt werden, den aktuellen Stand der Dinge vom Condemned
nicht mehr abbauen können mit dem Tape. Also willst du am besten, wenn du am Haken landest, möglichst wenig Condemned haben. Weil wenn du dann viel hast, wirst du das nicht mehr los. Und das ist dann durchaus ein Problem. Das hört sich in der Theorie so jetzt erstmal ganz gut an, aber ich denke, in der Praxis gegen Knatterleute wird das auch nicht einen riesen Unterschied machen. Die Tapes sind auch nochmal überarbeitet worden. In einer vorherigen Variante oder in der vorherigen Variante ist es so gewesen, dass die Tapes einen Survivor davor geschützt haben, Condemned zu bekommen. Das ist jetzt nicht mehr so. Nur weil du ein Tape in der Hand hast, wenn du an einem Fernseher vorbeiläufst, der aktiv ist und sie portet gerade, kriegst du trotzdem Condemned und bist nicht geschützt dagegen. Allerdings werden die Tapes auch nicht mehr zerstört, wenn man gehittet wird von Sadako. Und man bekommt auch kein Condemned mehr, wenn man den Tape in den Fingern hat und gehittet wird. Und last but not least, man muss jetzt immer zu dem Fernseher, der am weitesten von dir entfernt ist, wenn du ein Tape aus dem Fernseher ziehst, um Condemned loszuwerden. Das war vorher auch schon mal so gewesen, das ist jetzt wieder so. Damit wollen sie dafür sorgen, dass die Survivor einfach ein bisschen mehr beschäftigt sind und größere Laufwege haben. Ja. Dann haben wir noch was am D-Manifest geändert, oder eher gesagt, die Devs haben was dran geändert. Und zwar ist das ja diese Fähigkeit, wenn sie in diesem Geistermodus ist, sage ich jetzt mal so. Da kann sie niemanden angreifen und sie kann aber auch niemanden blocken, beziehungsweise sie kann nicht geblockt werden. Du kannst also, wenn du D-Manifest bist, durch andere Survivor durchlaufen. Sie machen das Ganze so, dass man auch, wenn man D-Manifestiert ist, chasen kann. Und sie begründen das damit, dass einem Survivor, der in einer Chase ist mit Sadako oder eben in eine Chase kommt, nicht unbedingt sagen kann, ob sie Manifest oder D-Manifest ist. Wobei man das eigentlich sieht. Einfach, damit man sich nicht so easy darauf einstellen kann, die ist ja eh D-Manifest, die kann ja jetzt eh nichts machen. Ich denke, das wird keine Auswirkungen auf meine Runden mit meinen Survivern haben. Die kriegen das nämlich mit, die sind smart genug. Hier merkt man wieder diese Diskrepanz der Devs in Bezug auf ihr Spiel. Sie machen das für irgendwelche Leute, die keine Ahnung haben und die sich vielleicht vom Killer auch noch einschüchtern lassen und die dann Angst vorm Killer haben. Das haben meine Leute nicht mehr. Die raffen, wie es funktioniert und sie sehen, wenn du Manifest oder D-Manifest bist. Zumindest mal, wenn sie Sichtlinie haben, sehen sie das. Also diese Änderung wird nicht viel bringen. Außerdem ist es so, dass man, wenn man im D-Manifest ist, zu gewissen Zeitpunkten eine Unsichtbarkeit hat. Man flackert immer so ein bisschen auf. Und hier haben sie das Ganze so geändert, dass das nicht mehr eine Sekunde ist. Das war sonst immer so eine Sekunde, die man unsichtbar war. Jetzt sind es 1,2, also 0,2 Sekunde längere Unsichtbarkeit, wenn man im D-Manifest drin ist. Auch das wird nicht viele Auswirkungen auf diesen Killer in meinem MMR haben. Safe nicht. Aber ja. Außerdem haben sie natürlich auch noch die Add-ons von Sadako geändert. Aber die werde ich jetzt hier nicht im Detail aufzählen, weil das den Rahmen sprengen würde. Das wird eh ein sehr langes Video. Und ja, wenn es euch interessiert, dann besprechen wir das gerne mal, wenn das Ganze dann live ist. Die Gefahr besteht auch, dass da nochmal was geändert wird an Add-ons. Und das Risiko möchte ich dann auch von der Seite her nicht eingehen, weil dann erkläre ich das hier einmal alles und dann heißt es wieder PTB, ach ja, das ist nochmal geändert worden und das ist nochmal geändert worden und das kommt dann anders live. Dann hat das wieder alles nichts gebracht. Zur Not könnt ihr aber auch gerne in mein Wort reingehen, da bin ich die Add-ons einmal alle durchgegangen. Tatsächlicherweise packe ich euch in die Infobox rein, guckt ihr euch an und dann wisst ihr, wie die Add-ons funktionieren. Alles klar, das fasst Sadako dann damit zusammen. Mich haut sie immer noch nicht vom Hocker, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wird auch so bleiben, wenn sie den Killer nicht wirklich grundlegend ändern und nicht immer wieder hin und her ändern und dann, ach ja, nee, wir machen das so und dann, ach nee, wir machen das wieder zurück. Ja, das ändert halt nichts an der Tatsache, dass es immer noch dieselbe Gurke ist wie vorher. Okay, kommen wir zum nächsten Killer. Dann sprechen wir mal über den Hillbilly, den nächsten Killer, den sie überarbeitet haben. Was sie hier gemacht haben, hätte ich im Leben nicht erwartet. Den Killer haben sie nämlich wirklich komplett auf links gedreht.
Natürlich, er hat immer noch seine Kettensäge, mit der er one-shotten kann und mit der er schnell von A nach B kommen kann. Aber diese bescheuerte Überhitzungsmechanik ist komplett rausgeflogen. Endlich. Es hat lang genug gedauert. Ich habe keine Ahnung, wie sie überhaupt auf die Idee gekommen sind, eine Mechanik einzubauen, die dich dafür bestraft, dass du die Fähigkeit benutzt vom Killer. Aber ja. Endlich wird das mit dem nächsten Patch hoffentlich weggehen. Ich sage hoffentlich, weil es kann natürlich auch sein, dass sie dann nochmal was dran machen werden und dann nochmal was verändern werden. Und dann ist es doch nicht mehr so toll, wie es jetzt aktuell in der PTB ist. Denn, kleiner Spoiler vorweg, ich denke nicht, dass der Killer dadurch OP sein wird, aber er wird wieder deutlich mehr Spaß machen und er wird auch in vielen Situationen eine größere Gefahr sein. Da gehe ich schon von aus. Nichts, womit eine Hardcore-Truppe nicht fertig werden könnte, aber immerhin so, dass man sagen kann, doch, das kann man sich mal wieder geben und da kann man vielleicht die eine oder andere Runde auch mal wieder ein bisschen Spaß mit haben. Aber gut, fangen wir mal ganz am Anfang an. Gehen wir erstmal auf die Base-Kit-Änderungen ein, bevor ich dann die neue Funktionsweise der Kettensäge erkläre. Die Sprintgeschwindigkeit von der Kettensäge war bei 9,2 Meter pro Sekunde. Das erhöhen sie auf 10,12 Meter pro Sekunde. Wenn man mit der Kettensäge jemanden hittet und dann auf den Boden schickt, dann hat man einen Cooldown. Der war bei 3 Sekunden. Und den haben sie auf 2,7 runtergeregelt. Wenn man mit der Kettensäge nicht trifft, hat man auch einen Cooldown. Der war auch bei 3 Sekunden. Den haben sie auf 2,5 Sekunden reduziert. Wenn man einen Cooldown hat mit der Kettensäge, weil man nicht trifft, dann ist man langsamer vom Laufen her. Man hatte eine Bewegungsgeschwindigkeit von 1,38 Meter pro Sekunde. Das erhöhen sie auf 2,3 Meter pro Sekunde. Also man kann, wenn man den Kettensägen-Charge nicht trifft, ein bisschen besser dann, während man im Cooldown ist, manövrieren. Außerdem wurde die Collision-Box vom Hillbilly verringert. Das bedeutet, man bleibt nicht immer an jedem kleinen Ästchen kleben, wenn man irgendwo lang sägt. Man kann also deutlich besser über die Map manövrieren. Und dann gab es wohl noch irgendwie ein Problem mit der Controller-Sensitivität. Die war irgendwie an Maus und Tastatur gebunden. Ich weiß nicht ganz genau, was sie mit dem Punkt meinen. Ich habe es ein paar Mal gelesen, versucht zu verstehen. Ich verstehe es beim besten Willen nicht. Ich packe die Patchnotes in die Infobox rein. Ihr könnt da mal zum Hillbilly hin scrollen und mal selber lesen. Vielleicht versteht ihr ja, was die da ganz genau meinen. Aber auf jeden Fall wurde da nochmal eine Kleinigkeit mit der Sensitivität geändert und gefixt. Ja, also das alles in allem sind schon mal ganz nette Buffs. Die sind nicht over the top, aber sie sind schon merklich da. Vor allen Dingen, weil es halt so viele kleine Schräubchen sind, an denen sie gestellt haben, wo sie was besser gemacht haben, fühlt sich das Gameplay schon mal insgesamt viel runder und viel angenehmer an. Und alleine das macht schon sehr viel aus, weil wenn du einen Killer hast, der sich vom Spielen her schon mal angenehm anfühlt, dann gibt es dir ein positives Gefühl und dann hast du diesen psychologischen Effekt. Und mit guter Laune läuft alles besser und geht alles besser von der Hand. Das aber nur am Rande. Jetzt möchte ich mal auf die neue Kettensägenmechanik eingehen. Und zwar nennt die sich Overdrive. Also man hat nicht mehr Überhitzung, sondern man hat Overdrive. Die Kettensäge überhitzt im Prinzip immer noch, wenn man sägt. Wenn sie komplett überhitzt ist, das sieht man auch wieder an diesem Überhitzungsmeter unten links in der Ecke, dann bekommt man aber keinen Nachteil, dass die Kettensäge dann nicht mehr funktioniert, sondern man bekommt einen Vorteil. Und zwar weiß ich nicht ganz genau, wie lange das dauert, bis man die Kettensäge überhitzt hat. Das steht hier auch leider nirgendwo drin. Es sind ein paar Sekunden. Und wenn man das dann eben erreicht hat, dann hat man für 20 Sekunden Overdrive. Das kriegst du dann auch angezeigt. Da kommen so blaue Flämmchen aus deiner Kettensäge dann raus. So, was passiert innerhalb von diesen 20 Sekunden? Welche Buffs bekommst du? Und zwar der Sprint Speed vom Kettensägen-Charge wird nochmal erhöht. Und zwar auf 13 Meter pro Sekunde. Das merkst du, das ist echt krass. Und wenn du die Kettensäge nochmal erneut aufladen musst, weil du abgebrochen hast, geht das um 5% schneller. Und on top of it sind alle Cooldowns von der Kettensäge während dieser Zeit um 10% verringert. Das ist halt schon nicht schlecht. Es macht echt Spaß.
Die Add-ons wurden auch alle für den Hillbilly überarbeitet. Da möchte ich jetzt im Detail nicht auf alles eingehen, weil auch das führt wieder zu weit und sprengt den Rahmen. Allerdings, was ich sagen möchte, ist, dass die Add-ons für die Turnrate in der Rarität verringert worden sind. Die Spiked Boots waren lila und die Dead's Boots waren, glaube ich, gelb. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, die wären gelb gewesen. Und die Werte waren auch nicht ganz so hoch. Bin ich der Meinung jedenfalls. Also hier hat man 45 Grad Turnrate, also bessere Kurvenlage, wenn man sägt. Und hier 30. Also im Endeffekt kommt man insgesamt auf 75% bessere Kurvenlage, wenn man die beide kombiniert. Ich bin der Meinung, die stacken. Es steht zwar jetzt nicht explizit mit dabei, aber ja. Und damit kann man halt dann wirklich schön manövrieren und mit den ganzen Basekit-Änderungen kann man wirklich schön Nutzen daraus ziehen. Es ist wirklich toll, es macht Spaß und so muss es eigentlich sein, wenn man Killer spielt. Es fühlt sich durchaus mächtig an, aber bei weitem nicht overpowered. Es wird noch Gameplay dazu geben im späteren Verlauf, da zeige ich euch das alles nochmal. Ja, aber mal gucken, ob das wirklich so reinkommt oder ob die da nicht an einigen Sachen doch wieder was tweaken und verstellen oder hast du nicht gesehen. Das kann passieren. Warten wir mal ab. Ich würde mir wünschen, dass der einfach mal so, wie er jetzt ist, reinkommt und dass man dann einfach mal für ein paar Wochen Spaß damit haben kann, bevor die da wieder irgendwie anfangen, was rumzupfuschen. Der Hillbilly in dieser Form ist mal wieder der Beweis dafür, dass bei BHVR echt noch Leute sitzen, die auch Ahnung haben, wie man gutes Killer-Design hinbekommt. Ich würde mir mehr davon wünschen. Ich würde mir wünschen, dass die auch andere Killer mal wieder überarbeiten. Zum Beispiel den Freddy oder Legion. Ja, warum setzt sich da nicht mal die Person hin, die sich das jetzt hier überlegt hat und überlegt sich was Vernünftiges für Freddy oder Legion? Wobei Freddy würde ich auch viele Sachen einfach machen, so wie es vorher war. Den haben sie viel zu krass genervt. Der macht einfach gar keinen Spaß mehr. Und ja, das würde einem dann auch wieder die Möglichkeit geben, mehr Variation zu haben. Weil so wie der Hillbilly jetzt ist, kann ich mir wirklich durchaus vorstellen, den öfter mal zu spielen. Und das würde ich mir auch bei mehr Killern wünschen. Dass man durch die Benutzung der Fähigkeit sogar noch einen Vorteil bekommt, einen Buff bekommt. Das ist ein sehr guter Gedanke. Weil das reizt sich dann nämlich an, den Killer so zu spielen, wie er gedacht war. Und nicht durch ein Punishment. Keine Ahnung. Beim Deathslinger wurde mal gefragt, nur als Beispiel, warum ist der so langsam? Warum hat er nur 110% Movement Speed? Da haben sie allen Ernstes gesagt, wenn man den zu schnell macht, dann würden die Leute einfach nur so mit dem chasen und die Fähigkeit nicht benutzen. Ja, was sagt das über die Fähigkeit dieses Killers aus? Denk mal drüber nach. Das ist Bullshit. Die Fähigkeit muss doch von Haus aus so interessant und spannend sein, dass sie Spaß macht. Und dann wäre es noch toll, wenn man on top of it noch eine Belohnung dafür bekommen würde, wenn man sie denn effektiv einsetzt. So wird ein Schuh draus. Dann setzen die Leute das nämlich gerne ein. Aber ja. Viele Köche verderben den Brei. Vielleicht sitzen auch einfach viel zu viele Leute an den Killern und der eine murkst ein bisschen darum und der andere murkst ein bisschen darum. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Oder vielleicht hat irgendein Killerspieler das Studio infiltriert und entwickelt mal ein bisschen hier und mal ein bisschen da an dem einen oder anderen Killer rum, wenn es um so ein Rework geht. Weil das Original Trickster-Gedudel da, was sie da gemacht haben, also das Rework für den Trickster, das war ja auch echt gut. Das hätten sie auch so lassen sollen und nicht wieder so dumm runter nerven sollen, wie sie es runter genervt haben. Also er ist immer noch deutlich besser als das vorher war, der Trickster, don't get me wrong, aber eben bei weitem nicht so spaßig, wie er in der PTB ursprungs mal gewesen ist. Aber ja, okay. Dann kommen wir jetzt nochmal kurz zu Blight und dann haben wir die Killer zumindest mal in der Theorie abgearbeitet. So, dann kommen wir jetzt mal last but not least zum Blight. Denn Blight ist der letzte Killer, den sie etwas überarbeitet haben. Ich hatte ja schon gesagt, dass sie hier nichts an der Base-Fähigkeit gemacht haben, sondern nur ein paar Add-ons überarbeitet haben, die sie als problematisch eingestuft haben. Ich selber bin und war nie der große Blight-Fan. Ich habe ihn auch schon etliche Matches gespielt, aber es ist definitiv nicht mein Main-Killer. Als er damals rauskam, hatte er eine sehr niedrige Kameraperspektive und ich habe den einfach als absolut unspielbar eingestuft. Auch die Idee mit dem vor die Wand rennen und abprallen und weiterrennen fand ich nie sonderlich toll. Das hat mich nie sonderlich angesprochen.
Ich bin persönlich außerdem der Meinung, dass Blight overrated ist. Natürlich gibt es hier einige Bugs und Glitches und ich sage bewusst Bugs und Glitches und nicht Tags, denn das wird von den Entwicklern so ganz klar eingestuft. Die kann man abusen und die machen diesen Killer dann durchaus ein bisschen stärker. Allerdings gibt es Maps, auf denen dir das meiner Meinung nach auch nichts bringt. Weil man einfach zu viele Safe-Paletten zum Beispiel hat auf den Maps oder weil man überall abrutscht und abglitscht. Und auch dieser Killer leidet natürlich unter dem Gen-Speed. Wenn die Leute nur effizient die Gens durchprügeln, dann guckst du auch mit Blight in die Röhre. Da musst du auch campen und tunneln. Machst du es nicht, verlierst du. Und da braucht mir auch keiner mit, oh, ich bin aber Comp-Blight, ich gewinne aber immer, kommen. Weil diese ganzen Comp-Sachen sind natürlich in einer Umgebung, wo Regeln aufgestellt werden, die im normalen Game so nicht da sind. Und jeder, der das ernsthaft betreibt, der weiß das auch und der gibt das auch zu. Also Blight ist meiner Meinung nach natürlich schon ein solider Killer, aber eben auch ein Killer, der letztendlich sich durch den Palettenwald durchkämpfen muss und der sich auch durch den Krückenwald durchkämpfen muss. Das aber nur jetzt einfach mal so als Disclaimer vorweg. Dann kommen wir aber jetzt mal zu den Add-ons, die sie überarbeitet haben. Die ersten beiden Add-ons, die sie überarbeitet haben, sind die Blighted Rat und die Blighted Crow. Wenn man diese beiden Add-ons kennt, dann sieht man es auch auf den ersten Blick, was sie hier gemacht haben. Sie haben jeweils die Geschwindigkeitserhöhung halbiert. Bei der Blighted Rat waren es 4%, die man mehr Movement Speed bekommen hat, von Rush zu Rush. Und bei der Blighted Crow waren es 6. Und da sind es dann nur noch 3. Also hier nur noch 2% Geschwindigkeitsboost von Rush zu Rush und hier nur noch 3. Das würde ich sagen, ist auf jeden Fall schon ein herber Einschnitt. Das wird wahrscheinlich viele Blight Mains nicht sonderlich freuen, könnte ich mir vorstellen. Das nächste Addon, was sie überarbeitet haben, ist das Adrenaline Vial. Und wenn man dieses Addon kennt, dann sieht man es hier auch schon, was passiert ist. Und zwar haben sie gesagt, das war so ein Jack of all Trades, also so ein Allrounder, könnte man sagen. Mit diesem Addon konnte man sehr viele verschiedene Effekte abdecken und sich sehr viel Positives reinholen. Und da haben sie einfach 2 Punkte weggenommen. Und zwar war es vorher so, dass die Wiederaufladezeit der Tokens um 1 Sekunde verringert wurde. Also man hat es schneller wieder aufgeladen, das Token oder die Tokens. Das ist nicht mehr so. Und die Geschwindigkeit vom Rush wurde um 10% erhöht. Das haben sie auch weggenommen. Man bekommt immer noch 2 Rush-Tokens mehr. Das ist so geblieben. Und dieser Look-Angle, während man rusht, wurde um 20% erhöht. Das müsste, wenn man rusht, die Möglichkeit sein, dass man sich im Rush ein bisschen besser dreht. Ein bisschen besser drehen kann um die eigene Achse. Das hat nichts mit dem Field of View zu tun. Und dann haben wir noch die Turn Rate um 55% erhöht. Die Turn Rate müsste sein, wenn du aus dem Rush rauskommst. Wenn du Pounce gemacht hast, dass du dich dann eben schneller um die eigene Achse drehen kannst. Besser manövrieren kannst. Ich habe dieses Addon nie sonderlich gemocht. Es gab einige Leute, die das wohl sehr gerne gespielt haben. Allerdings muss ich sagen, wenn ich gegen Blight gespielt habe, was auch immer mal wieder vorgekommen ist, also sehr häufig sogar, wenn ich Survivor gespielt habe, dann habe ich dieses Adrenaline Vial Addon sehr selten gesehen. Also von einigen wurde es hoch gelobt, aber ich persönlich habe es eher sehr selten gesehen. Also ich glaube, das wird wahrscheinlich vielleicht doch nicht so viele Leute stören, dass das überarbeitet worden ist. Das nächste Addon, was sie überarbeitet haben, ist der Alchemist's Ring. Was hat das denn vorher gemacht? Wenn du einen erfolgreichen Lethal Rush gemacht hast und dann jemanden geschlagen hast, wurden alle deine Rush-Tokens komplett aufgeladen, genau in dieser Sekunde. Sehr starkes Addon. Das war wirklich ein sehr starkes Addon. Das habe ich auch sehr gerne gespielt, wenn ich mal den Blight gespielt habe. Da haben sich viele Leute drüber beschwert, weil im Endeffekt konntest du einen Rush machen, einen Lethal Rush machen und noch einen und dann einen Survivor hitten und du konntest instant nach dem Cooldown, also nach dem erfolgreichen Hit-Cooldown, den du ja trotzdem noch gekriegt hast, konntest du dann weiter rushen und du hattest nicht das Problem, dass du erstmal warten musstest, bis deine Tokens wieder da waren.
Ja, keine Ahnung. Ich bin der Meinung, das hätte man ruhig so lassen können. Es war ein starkes Addon, ja, das stimmt schon. Aber warum sollen Killer nicht auch starke, gefährliche Addons haben? Was spricht dagegen? Zu stark fand ich es nun wirklich nicht. Würde ich jetzt nicht so sagen. Im Gegenteil, es wäre schön gewesen, wenn auch andere Killer ähnlich starke Addons bekommen hätten oder bekommen würden. Es gibt so ein paar Killer, die haben nur irgendwelche Larifari-Wischi-Waschi-Addons, die nicht mal im Ansatz vergleichbar sind. Mit sowas wie dem Alchemist Ring zum Beispiel. Was haben sie jetzt gemacht? Sie haben es so gemacht, dass die Dauer vom Rush um 20% erhöht wird. Von Rush zu Rush. Also, je öfter du rusht, umso länger wird die Zeit, die du eben rushen kannst. Ja, ist eine ganz nette Sache, würde ich sagen. Nicht mehr das, was es mal vorher ist, aber mit Sicherheit auch nicht useless. Hilft dir halt, mehr Distanz zu überbrücken. Könnte man vielleicht dann noch die Blighted Crow mit dazu nehmen? Dann wird man auch von Rush zu Rush nochmal schneller 3% und man bekommt 20% mehr Dauer für den jeweiligen Rush. So, dann haben wir noch Compound 33. Das war mein absolutes Lieblings-Addon auf dem Blight. Man sieht, ich habe auch nicht so viel davon. Das habe ich wirklich häufig genutzt. Und zwar konnte man hiermit Paletten insta-zerschreddern. Ist man in eine gekippte Palette reingerusht, dann war es so, dass diese innerhalb von 1,5 Sekunden kaputt war. Also du hast die instant kaputt gemacht und in 1,5 Sekunden warst du wieder einsatzbereit, konntest weitergehen. Konntest weiterlaufen und konntest dann, wenn der Rush wieder aufgeladen war, weiter rushen. Ja, und im Umkreis von, glaube 16 Meter waren die Survivor für eine kurze Zeit hindered. Also die sind dann langsamer gelaufen, wenn du einen Pounce gemacht hast. Ja, das war nicht die hohe Distanz. Das waren, wie gesagt, 16 Meter, bin ich der Meinung. Und das war auch nicht lange, ich glaube nur so 3 Sekunden und nur ein bisschen Hindret. Aber hey, es hat auf jeden Fall ein bisschen was ausgemacht und geholfen. Der Hauptaspekt, weswegen man dieses Addon genutzt hat, war, dass man damit Paletten schnell shreddern konnte. Das nehmen sie komplett weg. Und hier wird die Turnrate um 33% erhöht. Für jeden Rush, der mindestens 4 Meter lang ist. Das heißt also auch hier von Rush zu Rush, der mindestens 4 Meter ist, bekommst du diesen Bonus. Kannst dich also besser um die eigene Achse drehen, wenn du aus dem Rush rauskommst. Ich bin jedenfalls der Meinung, dass das damit gemeint ist. Sollte ich falsch liegen, ich meine nicht, dass ich es tue, aber sollte ich falsch liegen, kann man mich natürlich auch gerne in den Kommentaren korrigieren. Gut, und dann kommen wir zum letzten Addon, was geändert wurde. Iridescent Blight Tech. Was hat das vorher gemacht? Wenn du alle deine Rush-Tokens verbraucht hattest, bis auf eines, und das hast du dann eingesetzt, um jemanden zu hitten, dann war es ein One-Shot. Also du hattest mit Blight hier ein One-Shot-Addon. So hat das vom Prinzip her funktioniert. Das wollten sie nicht mehr haben, weil sie gesagt haben, das war irgendwie, keine Ahnung, dämlich, dass man dann da teilweise verbraucht hat, versucht hat, auf Biegen und Brechen seine Tokens zu verbrauchen, nur um diesen One-Shot zu bekommen. Und es war auch sehr stark. Ja, gut. One-Shot-Addon, böse. Ne? Zu stark. Keine Ahnung. Was machen sie jetzt daraus? Ja, was ganz Komisches. Das sieht man dann auch im Gameplay später. Du kannst so viel rushen, wie du willst, ohne dass du Tokens dafür benutzt. Du kannst also theoretisch loslegen und rushen, 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 also abprallen und nächster und abprallen und nächster und abprallen und nächster und abprallen und nächster, unendlich. Unendlich. Kreuz und quer über die Map. Wenn du natürlich dann irgendwann mal schlägst, dann ist natürlich vorbei. Und wenn du natürlich irgendwo mal nicht vorpouncen kannst oder abglitscht, dann ist natürlich auch vorbei. Aber insofern das nicht passiert, kannst du rushen, wie du willst. Bis zum Erbrechen. Bonuses, die man bekommt durch irgendwelche anderen Addons, sind auf 3 gecapped. Also zum Beispiel, wenn man jetzt sich hier die Blighted Crow noch mit dazu nimmt, dann kann man nur noch 3-mal davon profitieren. Weil sonst würde man ja theoretisch unendlich schnell werden. Also 9% kriegt man hier nur maximal als Speedbonus raus. Oder hier bei dem Alchemist Ring kriegt man dann nur 3x 20% für diesen Consecutive Rush raus, für die Dauer. Wobei, ja, genau. Also könnte man machen so.
Oder dann haben wir noch, warte mal, welches waren das? Genau, hier, das Combat 33, das kann man dann mit der Turnrate auch nur dreimal machen. Ja. Ansonsten, wenn man eine Lethal Rush macht, dann bekommt man 20 Sekunden Cooldown für das Addon. Also dann kann man im Endeffekt 20 Sekunden lang nicht mehr rushen. Dann ist man ein 115% Movement Speed Killer. Ja. Keine Ahnung, was ich von diesem Addon halten soll. Es ist sehr mimik, aber man kann es mit Sicherheit auch einsetzen, um damit Gameplay zu machen. Das wird mit Sicherheit gehen. Da wird es wahrscheinlich dann die ein oder anderen Blight Mains geben, die da irgendwie rausfinden, was man damit für tolle Dinge anstellen kann. Vielleicht gucke ich mir das, wenn es live geht, dann auch mal detailliert an. Ich meine, ich habe ja genug davon vorher. Diese One-Shot-Addons habe ich nicht so wirklich benutzt. Sieht man ja auch. Ich habe 165 davon. Aber ja, gucken wir uns das Ganze mal an. Ansonsten fühlt sich Blight auch insgesamt ein bisschen anders an. Zumindest auf der PTB würde ich sagen, war es so. Eigentlich wollten sie am Base Kit nichts anpacken. Aber da gab es auch irgendwie ein paar Bugs mit seiner Fähigkeit, die sie gefixt haben. Und immer wenn sowas passiert, dann, ja, dann fühlt sich der Killer hinterher doch wieder ein bisschen anders an. Und ich würde sagen, das ist jetzt auch wieder hier der Fall. Muss man mal gucken, ob das vom PTB zum Live-Bild genauso bleibt. Manchmal ändern sie dann da auch nochmal irgendwie ein bisschen was dran. Weil das PTB-Bild ist ja nicht das Bild, was dann live geht. Ja, aber schauen wir mal. Okay, das fasst Blights Addons jetzt mal so zusammen. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare reinschreiben, welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt, falls ihr welche gemacht habt oder was ihr darüber denkt, wie immer. Und dann würde ich sagen, springen wir zum nächsten Kapitel. So, und damit herzlich willkommen in dem Teil von meinem Video, in dem ein bisschen Gameplay von meiner PTB im Hintergrund läuft. Hier könnt ihr zum Beispiel sehen, wie die Overdrive-Mechanik vom Hillbilly aussieht. Man fängt an zu sägen und dann fängt die Säge an so blau zu leuchten. Und dann gibt es einen Punkt, wo das Powermeter voll ist, und zwar jetzt. Das sieht man unten links in der Ecke. Dann kommen nochmal extra diese blauen Flammen aus der Säge rausgeschossen. Und dann hat man diesen Overdrive und merkt, dass man deutlich schneller ist und dass die Cooldowns nochmal verringert sind. Also alles in allem, wie ich es ja schon gesagt hatte, ein sehr rundes Paket. Das macht sehr viel Spaß. Es ist definitiv nicht OP, auf gar keinen Fall. Gegen gute Gruppen, die wissen, was sie tun, wird man immer noch genug zu orgeln haben, wenn die alle mit ihren Krücken unterwegs sind und wenn sie schön schnell die Gens wegpushen, dann wird das immer noch sehr tricky werden. Aber trotzdem overall denke ich mal, wenn es denn so bleiben sollte, ist das ein Killer, den ich auch mal wieder öfter spielen werde. Punishment ist blöd, BHVR. Incentive ist gut. Ich hoffe, ihr lernt langsam aber sicher mal eure Lektion und übertragt das auch auf andere Mechaniken. Wenn ihr nicht wollt, dass der Killer campt, dann gebt ihm einen Anreiz dazu, es nicht zu tun und anders zu spielen und punisht ihn nicht dafür, wenn er doch campt. Das ist nämlich Bullshit. Ich weiß nicht, woran es liegt, hatte ich ja schon gesagt, vielleicht sitzen da auch einfach zu viele verschiedene Leute am Werk und deswegen kommt da immer so eine Mischung bei rum. Aber wir schauen mal. Okay, es gibt jetzt noch zwei größere Punkte, die wir besprechen müssen. Einmal das Rework von Ormond, da können wir ein bisschen drüber reden, da kriegt ihr gleich auch nochmal Gameplay im Hintergrund, damit ihr euch die Map ein bisschen angucken könnt. Und dann zum anderen natürlich die sogenannte Anti-3-Gen-Mechanik. Da wollten sie ja unbedingt was gegen tun. Für diejenigen von euch, die das noch nicht mitbekommen haben, erkläre ich das jetzt nochmal kurz, fasse es nochmal zusammen und gebe dann einmal meine Meinung dazu ab. Fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Was ist überhaupt eine 3-Gen-Strat und wo ist das Problem mit dieser 3-Gen-Strat? Nun, bei Dead by Daylight gibt es auf jeder Karte am Anfang des Matches 7 Generatoren, von denen 5 fertig gemacht werden müssen. Im Eifer des Gefechts kann es passieren, dass dann 4 Gens fertig sind irgendwann und die letzten 3 Gens close nebeneinander stehen, weil die Survivor nicht aufgepasst haben. Das ist meistens der Fall. Oder weil der Killer das irgendwie so ein bisschen gedeichselt hat, dass er die Leute immer von den Gens weggescheucht hat, die relativ close beieinander sind. Und von den restlichen Survivern, die nicht gechased wurden, sind dann eben die Gens fertig gemacht worden, die relativ weit weg waren. So. Und dann hat man eben als Killer 3 Gens close nebeneinander, die man verteidigt, damit die Survivor die Ausgangstore nicht mit Strom versorgt bekommen. Und so versucht man dann eben das Match für sich zu entscheiden und zu gewinnen. An und für sich war das auch immer völlig in Ordnung und legitim. Und auch die Entwickler haben gesagt, das ist eine legitime Strategie. Wo kommt dann jetzt auf einmal dieser Sinneswandel her? Nun, es sind neue Killer veröffentlicht worden. Da gibt es unter anderem die Skull Merchant, das ist die Killerin mit den Drohnen, und die Singularity, das ist der Killer mit diesen Kameras.
Und diese beiden Killer insbesondere eignen sich sehr dazu, dass man damit direkt von Anfang an eine 3-Gen-Strategie fährt. Bedeutet, man macht nichts anderes, außer sich 3 Gens raussuchen, die close beieinander sind, und man verteidigt die auf Biegen und Brechen. So, die meisten Gruppen, die darauf nicht vorbereitet sind, kriegt man damit in die Knie gezwungen. Und zwar hat man dann eine Patt-Situation, die man so lange aussitzt, bis der Server abschaltet. Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Ich würde sagen, hier liegt das Problem vor allen Dingen im Design der Killer. Weil die hätte man meiner Meinung nach so niemals releasen dürfen. Das ist aber eine andere Geschichte. Denn wenn Sachen eingebaut werden, dann werden die auch genutzt und da braucht man sich nicht drüber wundern. Meiner Meinung nach haben sie halt mit diesen beiden Killern insbesondere sich wieder ein Problem ins Haus geholt, was vorher ohne diese Killer einfach nicht da gewesen wäre. Und dann hätte man auch diesen ganzen Anti-3-Gen-Kram jetzt nicht gebraucht. Aber ja, das ist nur meine bescheidene Meinung dazu, das sind meine Gedanken dazu. Jetzt ist es so, dass sie sagen, der 3-Gen ist eben ein Problem, vor allen Dingen, wenn das Spiel dann exorbitant lang in die Länge gezogen wird. Kann ich natürlich irgendwo verstehen, ist eine dumme Situation, aber ja, ich weiß es nicht, ob man da jetzt irgendwie versuchen sollte, das pauschal zu eliminieren und aus dem Spiel rauszunehmen. Wenn man sich jetzt anguckt, was sie machen, dann sieht man, dass es grundlegend nicht pauschal die Idee ist, einen 3-Gen gar nicht mehr möglich zu machen oder überhaupt gar nicht mehr bis zu einem gewissen Grad zu 3-Gennen, sage ich jetzt mal so. Sondern der Gedanke ist ein anderer. Die Entwickler haben sich für dieses Problem nun folgende Lösung überlegt. Es gibt jetzt sogenannte Regression Events. Und diese kann man 8-mal auf jeden Gen durchführen, von Anfang an. Das bedeutet also, das Problem des 3-Gens wird nicht am Ende der Runde bekämpft, sondern man kann grundlegend jeden Gen nur 8-mal regressen. Was genau bedeutet jetzt Regression Event? Was ist das genau? Jedes Mal, wenn der Killer entweder den Gen kickt und dann 2,5% vom gesamtmöglichen Progress des Gens abzieht oder eben mehr, oder eben ein Perk benutzt, welches eben dieses tut, mindestens 2,5% vom gesamtmöglichen Gen Progress abziehen, dann wird dies als Regression Event gewertet. Also auch so Perks wie zum Beispiel Search, ehemals Jolt, ehemals Search, ja, das ist zweimal umbenannt worden, zählen mit rein. Oder sowas wie zum Beispiel Eruption. Wenn du also einen Gen gekickt hast, dann zählt das, und wenn dann Eruption nochmal proc, dann zählt das nochmal. Das klingt jetzt so erstmal sehr wenig. Ich habe bis jetzt nichts davon so richtig gemerkt in der PTB, aber man muss dazu sagen, die Matches in der PTB sind halt anders als die im Live. Denn die sind wesentlich weniger sweaty, wir spielen halt untereinander gegeneinander, wir spielen recht freundschaftlich, wir haben sehr gemixte Ränge oder ich sag mal Skills mit dabei. Ich habe also teilweise Leute von euch mit dabei, die komplette Anfänger sind, was ja auch überhaupt gar nicht schlimm ist, aber was eben bedeutet, dass die Matches dementsprechend nicht so aussehen wie meine echten Live-Matches. Also denke ich, müssen wir das nochmal abwarten, wie sich das dann da gestaltet und wie sich das dann da anfühlt. Sage ich mal so. Außerdem ist auch ganz klar zu sehen, dass das noch nicht so richtig funktioniert hat. Also ich hatte zum Beispiel einen Gen, den ich gar nicht treten konnte, obwohl der 100% noch keine 8 Regression Events abbekommen hat. Und ich habe von Leuten gehört, dass sie ewig in den Gen kicken konnten, obwohl der eigentlich schon längst hätte dicht sein müssen und kein Regression Event mehr hätte zulassen dürfen. Also ja, ich weiß nicht. Ich habe noch nicht so richtig ein Gefühl dafür. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es in dem ein oder anderen Match dann am Ende, wenn es sich ein bisschen länger zieht, doch schon dazu führt, dass du als Killer dann deine Gens nicht mehr verteidigen kannst und sozusagen gezwungen wirst, in die Chase zu gehen, weil du sonst so oder so verlierst. Wenn das wirklich so sein sollte, dann finde ich das absolut kacke. Das finde ich wirklich doof und sowas mag ich absolut gar nicht. Wieder so eine Komponente, die dich irgendwo in eine gewisse Richtung pusht und das Gameplay killt. Wenn dir das Gameplay nicht gefällt, dann musst du irgendwie gucken, dass du was anderes machst. Außerdem haben sie noch ein bisschen was am Killer-Kick verändert. Also auch wenn du ohne Perks vor den Gen kickst, ist es so, dass du instant 5% vom maximal möglichen Progress des Gens abziehst. Das waren vorher 2,5. Das ist also gebufft worden.
Und es ist so, dass die Survivor auch den Gen nicht mehr einfach nur antappen können, um dafür zu sorgen, dass die Regression aufhört, sondern die müssen mindestens 5% vom gesamtmöglichen Progress reparieren, damit das Regressen aufhört. Also gut, muss man sagen, hier haben sie sich schon so ein bisschen Gedanken gemacht, dass sie eben nicht nur den Killer abstrafen, sondern auch auf der Survivor-Seite versuchen, ein bisschen, ja, eine Hürde einzubauen, damit der Killer da nicht ganz so gebumst wird, weil der kann ja im Endeffekt nur noch 8-mal seine Gens kicken, so gesehen. Oder eben mit anderen Perks auch nochmal regressen. Ja, ist nur die logische Konsequenz eigentlich, wenn man so will. Ja, ich denke mir aber, dass es trotzdem immer noch die Runden geben wird, wo dann am Ende 3 Gens dastehen und keiner mehr was macht. Und unter welchen Conditions könnte das denn auftreten? Ganz einfach. Stell dir vor, du hast 2 von 4 Survivern tot, es sind also nur noch 2 da. Und du hast deine 3 Gens close beieinander, weil keiner von denen so smart war, da mal ein bisschen drauf zu achten. Oder weil du es halt geschafft hast, die Leute so ein bisschen da wegzupushen. Und dann hattest du halt am Ende deine 3 Gens und es leben nur noch 2 so. Jetzt ist folgendes Problem. Theoretisch müsste einer von den beiden oder beide irgendwie committen. Der eine links außen, der andere rechts außen. Insofern, dass es dann ein links und ein rechts gibt. Es kommt immer so ein bisschen auf die Map an. Es kann sein, dass du zum Beispiel auf Azeroths Resting Place bist und die Gens sind so close nebeneinander, dass du sie alle sehen kannst und auch instant schnell hinlaufen kannst, je nachdem, welchen Killer du hast. Ja, und dann kann es natürlich sein, dass die Leute sagen, oh, nee, wenn ich da jetzt hingehe, dann riskiere ich es zu sterben, aber ich will lieber die Luke haben. Und wenn das jeder von den beiden sagt und dann keiner mehr was macht, dann ist es auch egal, weil dann brauchst du den Gen eh nicht mehr kicken. Das hat man halt auch relativ häufig und das wird es auch immer noch geben. Also diese Situation, wo keiner mehr was macht und alle den Kampf eingestellt haben, die wird es immer noch geben, die verhindert diese Mechanik halt einfach gar nicht. Und in meinen Matches ist das in der Regel in solchen Fällen das Problem, dass dann die Runde nicht zu Ende geht. Also, I don't know, es ist wieder so halbherzig. Es ist wieder so eine halbherzige Geschichte. Und das Problem ist letztendlich nicht vollends damit gelöst und ich denke, es löst auch noch ein paar andere Probleme wieder mit aus. Unter anderem, wie gesagt, das Problem, dass du teilweise gegen so richtige Sweatlord-Teams, die dann versuchen, so ein 3-Gen noch wegzusweaten und das auch ohne diese Mechanik schaffen würden, die dann ab einem gewissen Punkt den Vorteil kriegen, dass du da gar nichts mehr machen kannst. Das ist halt einfach so. Und dementsprechend, ich weiß nicht, also es... Ich kann es noch nicht 100% abschließend bewerten, weil ich da noch nicht genug Erfahrung gesammelt habe. Aber ich würde es wahrscheinlich so nicht unbedingt reinmachen. Das hätte ich nicht gemacht. Der andere Weg wäre gewesen, dass man so dumme Killer wie Skull Merchant und wie Singularity nicht einbaut. Aber ja, die Zeiten sind halt einfach vorbei. Und dementsprechend braucht man da nicht mehr drum reden. Die sind nun mal jetzt da, diese Killer. Und dementsprechend, ja, was willst du da machen? Da änderst du halt nichts mehr dran. Ja, ihr könnt mir gerne sagen, was ihr für Erfahrungen mit dieser 3-Gen-Mechanik, dieser Anti-3-Gen-Mechanik in der PTB gemacht und gesammelt habt. Und ihr könnt mir gerne sagen, wie sich das für euch dargestellt hat, ob ihr Bugs und Glitches damit hattet. Wir schauen mal. Wir schauen mal, was dabei rauskommt und ob das exakt 1:1 so reinkommt, wie es jetzt drin war oder wie es jetzt vorgesehen war in der PTB. Ob die das überhaupt bugfrei bekommen bis zu Release, weil wenn es nämlich wirklich so verbuggt ist, wie einige Leute das beschrieben haben, dann brauchst du das so auch wieder gar nicht releasen. Dann musst du erstmal warten, bis das dann fertig ist. Und wenn es denn dann so reinkommt und nicht getweakt wird und dann wirklich funktioniert, dann muss man es, wie gesagt, erstmal gegen die Sweatlords testen, um zu gucken, was dabei rauskommt. Ich schaue dem Ganzen, wie gesagt, mit sehr großer Skepsis entgegen und ich befürchte, das könnte wieder in einer mittleren Katastrophe enden. Wie so oft bei solchen Sachen, die BHWR veranstaltet. Aber nun gut, schauen wir. Ja, und dann kommen wir noch last but not least zur Map Ormondo oder zum Ormond Resort. Das ist die Map, die ihr hier gerade schon im Hintergrund seht. Die ist auch ein bisschen überarbeitet worden. Im Großen und Ganzen merkt man davon nicht so viel, würde ich sagen. Optisch ist diese Map ein absoluter Banger. Ich mag sie wirklich sehr. Den Schnee und die Schneewehen, dann hier dieses Gebäude in der Mitte, das sieht schon alles sehr, sehr cool aus. Aber spielerisch ist sie so eher, naja, es ist nicht die schlimmste, aber auch nicht die beste Map.
Das Main Building ist nicht geändert worden, also da sehe ich so gut wie gar nichts. Hier diese kleinen Paletten, wo hier dieser Alan Wake gerade am Rumjuken ist, ist auch immer noch ziemlich gleich, das gab es vorher auch schon. Den Bagger da oder diese Raupe da mit der Palette gab es auch schon. Sie haben halt auf der anderen Seite, also jetzt hier quasi links von mir, diesen Stein, der so ganz lang gezogen war, aufgebrochen. Das ist auf jeden Fall ganz gut. Und ja, das ein oder andere spawnt halt noch so ein bisschen anders. Also man hat mal hier mal da so ein bisschen andere Gyms. Aber ansonsten habe ich nicht wirklich viel gemerkt. Also ich denke mal, das Gameplay von der Map, das wird insbesondere an dieser einen Stelle, wo man nicht mehr diesen ewig langen Stein hat, ein bisschen anders sein. Dead Zones kann man, soweit ich es gesehen habe, immer noch haben. Das passiert halt. Aber ich finde, man kann drumherum spielen. Man hat in diesen Dead Zones, gerade auf dieser Map, nicht wirklich Chance. Also wenn, dann sind die eher so am Rand, wo dann doch auch schon wieder ein paar Juke-Möglichkeiten sind. Aber vom Grundsatz her, ja, ändert sich an der Map nicht viel. Kann man so lassen. Es ist okay. Also ich habe schon, sage ich mal, schlechtere Überarbeitungen oder Reworks gesehen, wo man deutlich hätte mehr machen müssen. Zum Beispiel Garden of Joy oder so. Aber it is what it is. So, dann gibt es hier jetzt nochmal ein bisschen Blight-Gameplay im Hintergrund mit dieser Iridescent-Plakette, mit der man sich den Schädel einschlagen kann bis zum geht nicht mehr. Es ist absolut Meme. Was soll ich dazu noch sagen? Also wie die da schon wieder drauf gekommen sind, keine Ahnung. Ja, dann fasse ich jetzt einfach mal alles so ein bisschen zusammen. Was kann ich also zu dieser Anti-3-Gen-Mechanik sagen? Ich finde sie sehr merkwürdig. Ich kann noch kein richtiges Gefühl dazu entwickeln oder konnte noch kein richtiges Gefühl dazu entwickeln. Da müssen wir wirklich erstmal gucken, wie das wird, wenn es ins Game reinkommt. Ganz klar zu sehen. Ich denke, in den meisten Spielen wird es vermutlich nicht so viel Impact haben, aber in den Spielen, in denen es einen Impact hat, wird es sich wahrscheinlich wieder sehr negativ und schlecht anfühlen. Und ein schlechtes Spielgefühl für den Killer ist immer eine Sache, die scheiße ist und die ich persönlich auch nicht gerne habe. Ich bin halt Killer-Main-Spieler und ich finde auch als Killer sollte mehr darauf geachtet werden, dass, wenn solche Sachen eingebaut werden, da nicht der Spaß beim Spielen drunter leidet. Also das ist für mich mittlerweile einfach das Allerwichtigste, dass das Spiel Spaß macht. Und Spaß macht es eben nicht, wenn du alle Nase lang gepunished wirst. Das ist ja so wie mit dieser Selbstanhook-Mechanik zum Beispiel. Die kommt nicht jede Runde zu tragen, aber es gibt die Runden, wo sie zu tragen kommt. Und da fühlt es sich oftmals einfach nur wie Beschiss an, weil du nicht wirklich was machen kannst. Stehst du zu nah dran, befreit er sich selber vom Haken runter, gehst du zu weit weg, ist es ein Easy-Anhook. Und die Gruppen, die das wissen, die abusen das halt auch gezielt. Ja, und ich weiß es nicht. Genau das gleiche wie mit BT Base Kit. Das ist auch so eine Sache, die wird so oft einfach nur abused. Ja, da springen sie dir mit BT Base Kit dann in die Fresse und tanken den Hit weg. Oder am offenen Ausgangstor kriegst du BT Base Kit in die Fresse. Und das wird mit dieser Mechanik höchstwahrscheinlich auch wieder mal hier mal da genau darauf hinauslaufen. Und sowas ist einfach schlechtes Design. Es ist wirklich so. Tut mir leid, da kann ich nichts anderes zu sagen. Es ist scheiße. Sowas sollte so in der Form nie passieren. Nie. Wenn das Game Design an der Stelle so ist, dass die Leute das benutzen, wie ihr das nicht wollt, dann müsst ihr im Endeffekt das Game Design ändern, dass die Leute das nicht mehr so benutzen, wie ihr das nicht wollt. Fertig. Und nicht anders. Baut ihr scheiße Killer ein, die zum 3-Genen geeignet sind, aber für sonst nichts wirklich viable sind, dann müsst ihr euch nicht wundern, dass die Leute das dafür benutzen. So einfach ist das. Ja, keine Ahnung. Ich verstehe es halt nicht, aber da sitzt man halt einfach auf dem Trockenen. Man kann ja auch mit BHVR nicht reden, wollen die auch nicht. Ich war ja auch mal eine Zeit lang im Partnerprogramm drin und selbst da hat man gemerkt, die haben halt einfach die Ohren zu, es juckt sie nicht. Die wollen keine konstruktive Kritik, die ziehen einfach ihr Ding durch und der Rest ist ihnen scheißegal. Die sind einfach komplett detached von ihrem Spiel und auch von ihrer wirklich guten, ernstzunehmenden Community, die immer noch da ist. Es gibt immer noch Leute, die man ernst nehmen kann und die auch gute Vorschläge machen. Es sind nicht mehr so viele, aber ja, das sind die Leute, auf die man sich hauptsächlich konzentrieren sollte. Aber das tun sie eben nicht. Ein Spiel sollte niemals für die schlechten Leute gebalanced werden. Niemals. Das ist komplett ein Fehler. Dass die Noobs am Anfang auf die Fresse kriegen, ist normal. Das ist in jedem Spiel so. Dann lern das verdammte Spiel und hör auf zu maulen. In jedem anderen Spiel wird auch auf die High-Rank-Leute geguckt. Denn sonst kommt so eine Scheiße wie bei DBD dabei rum. Ja. Egal, ich schweife ab.
Machen wir mit dem nächsten Punkt weiter, und zwar dem Field of View Setting. Ja, ist eine gute Sache, dass sie es reingebaut haben. Ist schön, haben wir es endlich mal. Man hat jetzt also Shadowborn Base Kit. Die Perks, die da irgendwie was mit dem Blickwinkel machen, die werden natürlich jetzt gekillt. Aber das ist mir relativ egal, dann ist das halt so. Kollateralschaden ist halt einfach immer. Die Änderung von Sadako, ja, die wird auch nicht viel an dem Killer ändern. Der wird mir trotzdem nicht Spaß machen. Das ist immer noch irgendwie dieselbe Suppe. Die rühren da einfach nur immer wieder in dem Scheiße-Pot rum und hoffen, dass es dann irgendwann mal so ist, dass die Leute damit nicht permanent sluggen und versuchen, Condemned Kills zu machen, sondern dass die Leute auch wirklich hingehen und, ja, Hooks machen, normal spielen, sag ich mal. Aber ob das passieren wird, ist halt eine andere Frage. Das ist hier übrigens der Gen, den ich safe noch nicht 8-mal regressed habe und da konnte ich auch nicht mehr kicken, warum auch immer das der Fall ist. War sehr nervig, aber das nur am Rande. Also ja, Sadako wird ein Killer sein, den ich auch nach dem nächsten Update, nach dem 12.50. Update nicht häufiger spielen werde. Der Killer macht mir einfach keinen Spaß. Es ist eine Gorke und gegen gute Leute wird das auch immer noch eine Gorke bleiben. Da kann man mir auch sagen, was man will. Das sieht man auf einen Blick. Ja, Hillbilly hatte ich ja auch schon ausdrücklich gesagt, hat mir Spaß gemacht. Der ist safe nicht OP. Du musst dich immer noch durch den Palettenwald und durch die Krücken durchkämpfen. Gute Perks, gute Gruppen, die mit guten Perks arbeiten und die einfach nur geneffizient sind, die wirst du halt immer noch schwer in den Griff kriegen. Das sehe ich ja auch beim besten Killer in dem Game und das ist die Nurse. Und wenn es bei der Nurse schon so ist, dass ich jetzt mittlerweile regelmäßig Teams habe, die mir so dermaßen auf die Eier gehen, dass ich da einen inneren Reichsparteitag nach dem anderen bekomme, dann wird das beim Hillbilly auch nicht anders sein. Denn von der Stärke her reicht der Safe nicht an die Nurse ran. Das kannst du vergessen. Also ja, an und für sich, endlich mal haben sie sich was getraut, hoffentlich kommt das so rein. Hoffentlich machen sie das so, dass das nicht wieder bis in Grund und Boden genervt wird, bevor sie das releasen. Hoffentlich ist das Geweine nicht so laut und selbst wenn es laut ist, dann hoffentlich hören sie nicht drauf. Schauen wir mal. Ja, zu Blight hatte ich auch schon gesagt, ich bin kein großer Blight-Fan. Ich bin da vielleicht also ein bisschen die falsche Person, gefragt zu werden. Also ich denke, dass er immer noch viable ist. Man merkt, dass seine Mechanik immer noch dieselbe ist. Die Add-ons, die man hat, die sind immer noch sehr gut. Mir wird das Compound 33 fehlen, da bin ich ehrlich. Das war einfach ein sehr gutes Quality of Life Add-on. Keine Ahnung, hätte man auch vielleicht irgendwie noch in anderer Form einbauen können oder behalten können, dass sie das komplett rausgenommen haben, finde ich nicht in Ordnung. Aber war ja irgendwie klar, dass sie das entzahnen. Ja, alles, was irgendwie in der Chase hilft, muss genervt werden. Ist ja logisch, ne? Man will ja nicht, dass die Killer campen und tunneln, aber dann sorgt man dafür, dass die Killer, die was Gutes für die Chase haben, das weggenommen bekommen, weil das ist ja zu stark. Weil dann könnte der ja gute Chases haben und dann könnte der wiederum auf die Idee kommen, er chased vielleicht ein bisschen öfter, Kappa Klaus Nikolaus. Ja, jetzt wird wieder irgendwer kommen und sagen, ja, so bleibt mit dem Chest noch sowieso und viele Leute machen das auch eh. Ja, mag vielleicht sein, aber trotzdem, der Gedanke ist doch schon wieder dumm, dass man dem Killer das wegnimmt, was er hat, was in der Chase gut ist. Wenn es jetzt ein One-Shot-Addon wäre, wobei das ja auch genervt wurde, wobei das ja auch nicht sonderlich stark war. Also ja, I don't know. Das ist halt wieder so, da wird der Scheißetopf wieder umgerührt. Da wird die Scheiße aus dem Klo in die Vase gefüllt und dann wird gehofft, dass irgendwas besser wird. Ja, also wie gesagt, Blight, denke ich mal, werden wir immer noch häufig sehen. Der wird immer noch auf der Tagesordnung sein. Der ist nicht komplett kaputt oder so. Das auf gar keinen Fall. Also der ist immer noch ein sehr brauchbarer, sehr starker Killer. Ja, zu den veränderten Perks. Save the Best ist tot in meinen Augen. Grim Embrace ist ganz gut auf mobilen Killern. Quick Gambit ist immer noch ein Meme-Perk, das werden nicht viele Leute spielen. Hex Ruin ist immer noch in meinen Augen Hex Urin, das ist immer noch scheiße, auch wenn es jetzt nicht ausgeht, wenn jemand stirbt. Das ist, finde ich, sowieso das Mindeste, dass das nicht passiert, aber ja. Shadowborn Monitor and Abuse, habe ich schon gesagt, sind halt, naja, sind halt immer noch irgendwie, also sind jetzt halt nach der Änderung Müll, so, braucht kein Mensch. Ormond hatte ich auch gesagt, ist okay, kann ich mitleben. Ja, und Alan Wake, seine Perks sind halt absolut useless, sein Urgroßvater, also insbesondere wenn du dann eben Lightborn mit hast,
Dann brauchst du mit dem Taschenlampen-Perk da nicht ankommen. Aber damit bin ich zufrieden. Besser so, als wenn da wieder irgendwie Made for This 2.0 reinkommt. Ein hochproblematischer Perk, mit dem wir uns dann wieder Wochen und Monate lang rumärgern dürfen, bevor der dann mal genervt wird. Das will ich auf gar keinen Fall haben. Ja. Außerdem haben die Entwickler angekündigt, dass es sogenannte Game Modifiers geben wird. Der erste Game Modifier, der dann jetzt demnächst reinkommt, nennt sich Lights Out, was auch immer das heißen soll. Vielleicht ist dann komplett dunkel auf den Karten. Wer es von euch noch kennt, das alte Haddonfield. Die erste Version damals, 2016, Halloween, dunkel wie im Kuharsch. Vielleicht wird ja das gemacht. Oder vielleicht geben sie uns ja auch die dunkelste Mondlicht-Offering wieder zurück und wir können alles komplett dunkel machen. Wer weiß das schon so genau. Ja, wir schauen mal, was dabei passiert. Vielleicht kommt ja was Sinnvolles, Tolles, Lustiges dabei rum. Vielleicht wird es auch wieder sowas wie der Void. Der war ja auch ganz toll. Premium, Semium. Schauen wir mal. Das Spiel lebt halt wie eh und je. Es wird jetzt auch nicht sterben, das glaube ich nicht. Ja, einige Bugs und Glitches waren jetzt wieder mit dabei. Mal gucken, ob die rauskommen, wenn das dann live geht. Wahrscheinlich die Hälfte ja, die Hälfte nein. Und eine neue Hälfte kommt mit dazu. Kennen wir ja alles. Ridder ist ja auch immer noch deaktiviert. Nowhere to Hide ist ja auch immer noch deaktiviert. Ja, was soll ich sagen? Es ist halt, was es ist. Cheater hast du auch ohne Ende momentan wieder oder immer noch oder wie auch immer. Dann die Leute, die mit irgendwelchen Tools am Stream snipen sind, also auch Cheater, die am Stream snipen sind. Es ist ganz wundervoll. Es ist einfach die Packung mit den Pralinen und diese Pralinen sind halt aus Scheiße gemacht. Und wir schaufeln uns diese scheiße Pralinen halt doch jeden Tag und jeden Abend immer wieder rein. So ist es halt. Und nicht anders. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, ist eigentlich alles gesagt worden. Ich bin alles durchgegangen. Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, rein damit in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir sehr gerne Feedback. Wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, konstruktiver Art und Weise, dann gerne. Vom Grundsatz her werde ich aber so erstmal bei diesem Konzept bleiben. Das habe ich halt die ganze Zeit so gemacht und das funktioniert für mich ganz gut. Es ist schon viel Arbeit, aber es macht trotzdem Spaß. Und ja, ich hatte das Gefühl, dass euch das eigentlich auch Spaß macht, dass ihr das ganz gerne guckt. Ja. Daumen nach oben, wie gesagt, hilft mir sehr. Comments helfen mir auch sehr, pusht den Algorithmus. Schaut euch gerne meine Clips an. In der Infobox sind alle Links von meinem Wort, das Highlight, oder von den Dev-Blogs hier, die Texte, die ihr selber nochmal lesen könnt. Mein Discord-Link und so weiter und so fort. Mein Twitch-Link, twitch.tv/gammalunatic. Wenn ihr noch nicht da wart, dann kommt vorbei. Jeden Tag ab 21 Uhr Streams. Nur Montag ist Schontag. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Ansehen, danke für eure Aufmerksamkeit, habt einen angenehmen restlichen Tag. Wir sehen uns dann entweder im nächsten Video oder im nächsten Shorts. Das gibt es übrigens auch auf TikTok, also könnt ihr auch mal gucken, gibt es den Link auch in der Infobox. Oder ja, halt im Stream, ne? Ganz einfach auf Twitch wieder ab 21 Uhr. Und dann würde ich sagen, passt auf euch auf, lasst euch nicht ärgern und bis denn dann. Bye, bye.